Bernd Schmidt ist Wirtschaftswissenschaftler, Psychologe, Berater. Er ist ein sehr bekannter Transaktionsanalytiker, der systemische Transaktionsanalyse entwickelt hat. Arbeitete auch als Psychotherapeut, Transaktionsanalyse Jungscher und Jungscher Prägung. Und was ich sehr beeindruckend finde, er hat in Wiesloch ein Institut, Weiterbildungsinstitut. Wenn Menschen da Ausbildung gemacht haben, jedenfalls ist mir das öfters begegnet, ja, ich bin in Wiesloch. Und das ist, ich gehöre da dazu. Das ist so ein, wie so ein Heimatgefühl. Und ich weiß von ihm, dass er da etwas geschaffen hat, sehr bewusst, strategisch quasi, dass da eine Community entsteht, die gemeinsam lernt. Wenn sie mal eine Ausbildung gemacht hat, dass sie im Kontakt sind. Ich freue mich, dass du da bist und dass du deine Sicht auf das Thema Mensch, Person, Rolle, Organisation, System uns erzählen, beitragen wirst und zeigen wirst. Danke. Ja, vielen Dank, Rudi. Das ist eine meiner letzten Veranstaltungen. Ich bin dabei, in den Ruhestand zu treten. Werde noch mal in 2 Wochen auf dem internationalen Kongress auch einen Abschluss machen. Und trotzdem habe ich immer noch Lampenfieber. Und das hat damit zu tun, dass ich es auch als Ehre empfinde, mit so viel interessierten und kompetenten Kolleginnen und Kollegen zusammen sein zu dürfen. Es ist mir ein großes Anliegen, auf solche Art von Meetings zu sein, bei denen es darum geht, etwas zu entwickeln und Dinge zueinander zu führen. Wir leben in einer fragmentierten und zentrifugalen Zeit und ich betone immer die Verantwortung von uns Professionellen, zur intelligenten Komplexitätsreduktion, zur Anschlussfähigkeit und Integrierbarkeit unserer Beiträge beizutragen. Ja, es wurde schon gesagt, Wiesloch, das ist das Seminargebäude links, da habe ich auch viele Jahre mit dem Gunther Weber zusammen Familientherapie gemacht und die systemische Seite verfolgt. Bin aber dann als Schwabe und ehemaliger Wirtschaftswissenschaftler, haben mich noch so viele andere Kontexte interessiert, dass ich dann auch als Lehrtrainer nach und nach wieder komplett in den Organisationsbereich rübergewachsen bin. Und das markiert jetzt natürlich auch die Perspektive, aus der ich in den letzten Jahrzehnten Konzepte und Vorgehensweisen entwickelt habe. Das sind alles Gestaltungselemente, um die Wieslocher Lernkultur zu entwickeln. Und das ist jetzt alles schon übergeben. Ich bin seit 15 Jahren am Übergeben von Funktionen. Und es geht mir wirklich gut damit, weil wir das mit großer Sorgfalt gemacht haben und ich keine verantwortlichen Funktionen mehr dort ausübe, aber dabei sein darf, weil ich auch in dem rechten Gebäude da wohne. Insofern... Insofern falle ich nicht in die Lehre und es ist immer noch so, die Lehrtrainerinnen und Lehrtrainer wohnen ja bei uns, solange sie da arbeiten, die Mitarbeiter sind jeden Mittag beim Essen. Also ich bin noch Teil dieser Gemeinschaft, ohne diese Betreiberverantwortung zu haben und das fühlt sich einfach sehr gut an. Ja, mein Beitrag, unser gemeinsames hier, habe ich mir so vorgestellt, dass ich etwa die Hälfte der Zeit durch Charts durchgehe und dabei 2 Dinge tun möchte. Das eine ist, dass ich dem Fokus der Veranstaltung gemäß versuche zu beschreiben, wie wir das Zusammenspiel von Mensch und Organisation konzipieren und auch damit umgehen. Da werden Rollenkonzepte eine große Rolle spielen. Und dann werde ich auch so eine Art Wetterflug mit Ihnen machen über ganz, ganz viele Konzepte, die wir entwickelt haben im Laufe der Zeit, da bitte ich Sie um Entschuldigung, dass wir die natürlich nicht alle näher angucken können. Es geht darum, ein Gefühl dafür zu kriegen
Und es ist bei uns so, es ist alles auf der Website, alles kostenlos auf der Website. Und auch, Sie werden alle diese Charts bekommen. Und bei uns wird alles so aufbereitet, dass wenn man die Charts hat und es interessiert einen mehr, dass man auf die Charts klicken kann, ist an einer entsprechenden Stelle in einem Video. Wenn einen mehr interessiert, kann man auf den Lesekorb klicken. Wenn man die Übung, die es dazu gibt, oder die Papers haben möchte, kann man auf den Handwerkskorb klicken und so. Also wir haben alles und investieren da auch sehr viel rein für optimale Selbstnutzung und Selbstweiterverbreitung. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir ja Professionelle aus Organisation qualifizieren in 2-jährigen Curricula, 12 mal 3 Tage, berufsbegleitend, Durchschnittsalter 40, etwa 3/4 unternehmensinterne. Und außer, dass die für sich persönlich und im kollegialen Austausch sehr viel lernen, sich klären, professionalisieren, legen wir großen Wert darauf, dass sie dabei die Logik des gemeinsamen Lernens nicht nur aus den Rollen, die sie dabei spielen, sondern auch aus Regisseurrollen heraus lernen, weil wir uns wünschen, dass sie dieses Know-how mit in ihre Organisation nehmen und es dort mit ihren Kollegen im Arbeitskontext verwenden. Und dass sie das ohne Eigenentwicklungsarbeit tun können, stellen wir ihnen diese ganzen Materialien zur Verfügung. Sie verstehen, wie sie gehen aus dem eigenen Lernprozess, müssen sie aber nicht selbst entwickeln, sondern wir arbeiten dazu, weil letztlich ist eigentlich neben der persönlichen Qualifikation der Einzelnen das Entscheidende, dass sich in Organisationen Lernkulturen entwickeln. Ich glaube generell, dass die Einzelnen überfordert sind, irgendwo auf Seminar zu gehen, etwas für sich zu lernen. Und dann lernen sie ein neues Lied zu singen. Solange die anderen das Gleiche oder ein dazu passendes singen, können sie das singen. Aber wenn sie dann zurückkommen in ihre Organisation, da wird noch ein anderes gesungen. Und das harmoniert nicht zusammen. Dann gibt es meist Probleme, wirklich das rüberzutragen. Und deswegen ist eigentlich ein wichtiges Endziel unserer Bemühungen, dass in Organisationen gelernt wird. Also das, was wir über Lernen wissen, in den Organisationen als Bestandteil des Arbeitsprozesses, Stichwort Lernen und Arbeiten gehören zusammen. Ich glaube auch, dass die Didaktik und Lernkultur von kreativem Arbeiten und kreativem Lernen eigentlich dieselbe ist. Und von daher verstehe ich mich zu einem weiten Teil meiner Entwicklungsarbeit als jemand, der Zutaten für Lernkulturentwicklung entwickelt, die dann eine Perspektive von Organisationsentwicklung sind. Es war jetzt ein langer Satz. Aber ist es verständlich? Gut. Und das ist der Slogan, den wir auf unsere Website geschrieben haben. Kultur entsteht nur durch Kultur. Man kann Kultur nicht mit etwas anderem entwickeln und hoffen, man kann hinterher die Kultur reinziehen. Das heißt, die Entwicklung der Kultur muss nach den Lebensprinzipien, so wie die Kultur dann auch werden sollen, fragmentarisch natürlich entwickelt werden. Und das heißt, weil so viele Perspektiven eigentlich bei jeder Fragestellung relevant werden können. Wir wissen das nicht im Vorhinein. Wir haben ja die Vielzahl der Perspektiven dieser Tage ja schon gesehen. Das ist ja unendlich. Ist es wichtig, dass wir anhand von Beispielen lernen, Perspektiven heranzuholen, in den Vordergrund zu rücken, Menschen in eine Gemeinschaftswirklichkeit bezüglich solcher Perspektiven zu bringen und ein gemeinsames Lerndesign miteinander zu entwickeln und zu durchleben. Und das geht eigentlich nur an Beispielen. Das heißt, wir haben uns abgekehrt davon, ein Schulwissen zu entwickeln und das dann zu lehren, in der Hoffnung, diejenigen, die es verstehen, können damit in ihren Kontexten irgendwas machen. Sondern in der Regel gehen wir induktiv vor, neben solchen Impulsen, dass die Menschen mit ihren Fragestellungen der Praxis kommen. Das tun ja fast alle hier im Raum. Und wir dann gucken, was brauchen wir da dazu, um einen dieser vielen Ansätze, die wir hier ja schon kennengelernt haben, sinnvoll zu nutzen. Wir nennen das induktives Lernen. Ich weiß, dass das ganz viele Menschen auch machen.
Das Problem ist, dass es programmatisch eigentlich nicht ausgearbeitet ist. Dass die meisten Schulen eigentlich mit ihren Weltbildern und Inhaltskonzepten und ihren dahinterliegenden Theorien sich vorstellen und nicht mit der komplexen Lernkultur, für die sie dann stehen. Und mir ist es wichtig, aus dieser Lernkultur auch eine Programmatik zu machen. Ich möchte mich, aber wirklich, deswegen bin ich, glaube ich, auch eingeladen worden, weil die Frage mich auch beschäftigt hat, so ist ein Kapitel in einem Buch überschrieben, wie viel Mensch, wie viel Organisation vernünftigerweise kann man, wenn man Organisationsfragestellungen zu lösen hat, dabei nicht alle Menschen in all ihren Dimensionen mit zu berücksichtigen. Das sprengt einfach Komplexitätsgrenzen. Gleichzeitig wissen wir alle, dass wir den Menschen hinter seinen Funktionen nicht ausblenden können, weil sonst Affekte und viele andere Dinge, die im Hintergrund wirken, subversiv in das Zusammenspiel der Funktionen hineinspielen. Und dann gibt es Probleme, mit denen viele von uns unser Geld verdienen. Das wird gerne polarisiert, dass man dann sagt, okay, dann muss der Mensch in den Mittelpunkt, aber der Mensch wird dann nicht hinreichend differenziert. Denn selbstverständlich kann nicht der Mensch in allen seinen Belangen und Hintergründen mit ins Auge genommen werden. Luc Jombe hat es ja heute auch gesagt, eine Organisation, die hat einen Zweck und die Menschen müssen in dieser Organisation in einer Weise zusammenwirken, dass der Lebenszweck dieser Organisation auch bedient werden kann. Das heißt, wir können nicht den ganzen Menschen mit ins Auge nehmen, müssen aber irgendwelche relevanten Bezüge seiner selbst so weit hineinnehmen, dass der Zweck der Organisation erfüllt werden kann und dass die Organisationskultur sich auf eine gewisse Weise entwickelt. Wenn ich da hin und her kippe, dann ist es, wenn es dann sehr menschelt, eine Sonntagsveranstaltung und am Montag gelten dann wieder andere Spielregeln und dann fällt das Ganze wieder auseinander. Bei uns ist wichtig, dass wir Gedanken in einfache Schaubilder bringen. Das erhebt nicht den Anspruch, große Theorie zu haben, sondern das sind einfach Organisatoren für Dialoge von Lernenden, sowohl bei uns in unseren Gruppen, als auch wenn sie mit solchen Konzepten dann in ihre Organisation gehen, dass sie das dort zur Versinnbildlichung weiterverwenden können. Und da ist auf der einen Seite die Organisation, auf der anderen Seite der Mensch. Und das, was jeweils voneinander berücksichtigt werden kann, fassen wir in Organisationsrollen. Wir arbeiten mit einem Rollenbegriff. Auf den gehe ich gleich noch ein bisschen ein. So wie ich persönlich davon überzeugt bin, dass auch bei Entwicklung von Individuen wie von der Entwicklung von Organisationen wir eigentlich von zwei Seiten an dieselbe Sache herangehen müssen und es zusammenpassen muss. Das heißt, ein Mensch, eine Person, bei denen muss man gucken, was ist eigentlich deren Kernkompetenzen. Ganz wichtige Sache, dass jeder weiß, was kann er wirklich gut, was passt zu ihm, wofür hat er die entsprechenden Kompetenzen. Und dass das dann auch in den Organisationsfunktionen, in den Organisationsrollen gelebt werden kann. Sehr oft ist es so, dass Menschen sich nicht recht klar machen, was sie eigentlich am besten können und Organisationsrollen annehmen, bei denen das, was sie am besten können, gar nicht so sehr gefragt ist und stattdessen was anderes gefragt ist, was sie nicht so gut können. Jetzt müsste natürlich von der anderen Seite her kommend die Organisation eine Idee haben, was ist eigentlich die Identität der Organisation. Das wird heute gerne in Kerngeschäfte, also was müssen wir auf jeden Fall hinkriegen, weil sonst der Existenzgrund für diese Organisation entfällt. Und was sind dafür die Kernprozesse, die zusammenlaufen müssen, dass wir das herstellen können? Und welche Funktionen brauchen wir, dass diese Kernprozesse durch Zusammenwirken Hand in Hand auch auf eine gute Weise geleistet werden können? Und wir können uns jetzt gut vorstellen, dass das misslingen kann, weil die Personen nicht zu sich gefunden haben und nicht in ihre Rollen gefunden haben, wie es genauso deswegen misslingen kann, weil die Organisation eigentlich nicht recht weiß, wer sie ist, was ihre wesentlichen Prozesse sind und wie die Funktionen darin zu konfigurieren sind.
Also für mich ist deswegen ein wirksames und befriedigendes Funktionieren in Organisation immer eine Frage sowohl der Persönlichkeitsentwicklung, nämlich in Organisationsrollen, als auch der Organisationsrollen, nämlich bezüglich der Gestaltung von Arbeitssituationen, die von Menschen gestaltet werden. Für mich ist klar, von der Pragmatik her, Systeme sind für mich von Menschen getragen. Also ich arbeite nicht mit der, das hatten wir heute Morgen ja auch, ich arbeite also nicht mit der Idee, da haben wir Funktionen und der Mensch muss darin halt irgendwas spielen, sondern wir, weil das sind ja unsere Gegenüber, die wir in Lernprozessen betreuen, das sind die, die wir beraten, das sind die, die miteinander reden. Aber es sind nicht Menschen an sich, sondern Menschen in ihren Rollen. Dadurch wird spezifisch immer wieder neu die Frage gestellt, in welchem Bezug genau zur Organisation, aus welcher Perspektive ist dieser Mensch zu sehen und aus welcher Perspektive steuert sich dieser Mensch. Und wir gehen fest davon aus, dass Wirklichkeiten, die wir antreffen, am Ende von Menschen geschaffen sind und wir Menschen beeinflussen müssen, etwas zu tun, um diese Wirklichkeiten auch wieder zu ändern. Wenn wir also in Beziehungen, das kann man gucken, ja, wenn wir also in Beziehungen zwischen Menschen im Professions- und Organisationsbereich denken wir in Rollen. Die Organisationsrolle aus Sicht der Organisation Funktion, aus Sicht des Menschen auszufüllende Rolle. Das ist das Bindeglied für in der Begegnung von Menschen und Organisationen. Und darin treffen sich dann auch die Wirklichkeitslogiken sowohl des Individuums in seinem Verständnis der Rolle und mit all seinen Hintergründen, als auch der Organisation, nämlich die Verhältnisse am Arbeitsplatz und all den Wirkkräften und Strukturen dahinter, die diese Verhältnisse am Arbeitsplatz mitgestalten. Und die Beziehungen werden also als Rollenbeziehungen behandelt. Ist der Begriff Rolle, als ich damit angefangen habe, vor, weiß ich, 91 war das mit diesem Rollenbegriff, wurde mir oft entgegengehalten, Rolle, das ist doch die Summe der Erwartungen der Umwelt. Und da ist die Rolle und da ist der Mensch. Das habe ich anders konzipiert. Für mich ist Rolle eine Weiterentwicklung von dem, was wir in der Transaktionsanalyse als Ich-Zustand hatten. Nämlich ein kohärentes System von Einstellungen, Gefühlen und Verhaltensweisen. Das war mir aber dann zu eng und dann habe ich das ausgeweitet plus Wirklichkeitsvorstellungen plus Beziehungsvorstellungen. Und dadurch habe ich den Ego-State sozusagen spielbar und sozialfähig in einen Kontext gestellt. Und über den Rollenbegriff des Menschen entstehen automatisch die Bezüge zu den Inszenierungen, zu den Bühnen und den Welten. Und wir konzipieren das so, dass eine Persönlichkeit dann eigentlich die Menge der gelebten Rollen auf den Bühnen meiner Welten ist. Eine andere Persönlichkeit, aus didaktischen Gründen sehen wir erstmal nicht, denn man kann, was immer jemand erlebt oder tut, als Rollen in Beziehungen, in Inszenierungen definieren. Das rettet einen ein bisschen von diesem mentalen Konstrukt, ich bin eigentlich ganz anders, ich komme nur so selten dazu. Ja, sondern wir erwarten, dass die unverwechselbare Eigenart eines Menschen in der Art und Weise, wie die Rolle gelebt wird, auch wenn die Rolle aufgrund der vordefinierten Organisationsbezüge viel Definitionen erfahren hat, gibt es trotzdem die unverwechselbare Eigenart, sie ausfüllen zu können. Und wir alle kennen Busfahrer, die sich saumäßig benehmen und die wunderbar die Rolle ausfüllen, obwohl die Rolle sehr hoch definiert ist. Also, es ist auch sozial freundlich, wenn wir von den Menschen erwarten, dass sie ihre Unverwechselbarkeit nicht darin ausdrücken, dass sie Skurriles und Ungewöhnliches tun, sondern dass sie das tun, was in einem Sozialsystem verstanden und als hilfreich empfunden wird, aber auf ihre ganz eigene Art. Also da kommen auch andere Arten von Identitätsfragestellungen mit rein. Jetzt wieder schematisch dargestellt.
sieht es dann so aus, das sind zwei Persönlichkeiten. Wenn die miteinander in Kontakt kommen, dann kommunizieren sie in Rollen. Stellen Sie sich vor, dass Sie mit einem Freund, einer Freundin zusammen eine kleine Beratungsfirma aufmachen wollen. Sie beide sind sehr vielfältige Persönlichkeiten. Wenn Sie jetzt miteinander kommunizieren, dann sagen Sie, lass uns mal erst von Unternehmer zu Unternehmer reden. Oder lass uns von Fachfrau zu Fachfrau reden. Was bringt jeder mit? Wie passt das zusammen? Und dass man nicht denkt, nur weil man von Fachfrau zu Fachfrau sich geeinigt hat, hat man von Unternehmerin zu Unternehmerin eine Gemeinschaftswirklichkeit, mit der man was machen kann. Manchmal merkt man noch nicht mal, dass es Ebenen gibt, in denen überhaupt keine angemessene Wirklichkeitsentfaltung und Abstimmung stattgefunden hat. Und man glaubt sich dennoch schon einig in Bezug auf ein bestimmtes Anliegen. Also diese Rollendifferenzierungen, je nach Welten und Verantwortlichkeiten, spielen da eine Rolle. Und eines der Modelle, und das ist sehr einleuchtend, und deswegen habe ich da auch einen internationalen Preis mal für gekriegt, und das wird auch in Japan und in Südamerika gelehrt, das ist das Drei-Welten-Modell der Persönlichkeit. Das sagt, Persönlichkeit kann didaktisch verwendet werden als die Menge meiner Rollen bezogen auf Professionswelt. Also in welcher Berufsentwicklung bin ich, wie verstehe ich mich und so weiter. Oder Persönlichkeit in meinen Rollen in der Organisationswelt. In welcher Tätigkeit bin ich gerade, in welchen Organisationen und wie geht es mir da? Die können überlappen, weil das eine und dieselbe Wirklichkeit ist. Aber stellen Sie sich vor, Sie geben Supervision, dann ist es eine sehr andere Supervision, wenn jemand zum Beispiel in eine Schwierigkeit als Führungskraft kommt, ob man bei der Gelegenheit klärt, ob das überhaupt der richtige Berufsweg für denjenigen ist. Und die aktuellen Konflikte, etwa in einer bestimmten Organisation, bezeugen ja noch nicht, dass er auf dem falschen Berufsweg ist. Es kann ja nur sein, die Passung stimmt nicht zur aktuellen Organisation. Und es gibt eine andere Supervision, als wenn Sie eine Organisationsrollensupervision machen, weil da ist entscheidend, wie steuere ich mich in dieser konkreten Organisation, in dieser bestimmten Rolle. Und wenn ich dafür lernen will, sind andere Foki im Vordergrund. Und dann die Privatwelt. Und man kann jetzt auf ganz wunderbare Weise, und ich hoffe, dass Systemiker Spezialisten für Zusammenhänge sind, gute Ideen entwickeln, dass wenn es wo Probleme gibt, vielleicht am aktuellen Arbeitsplatz, ob das ein Problem der Organisationsweltbezüge ist oder ob das ein Ausfluss davon ist, dass jemand eine Berufsentwicklung eingeschlagen hat, die vielleicht gar nicht zu ihm passt. Das zeigt sich jetzt zwar auch in dieser Organisation, ist aber eigentlich kein spezielles Problem dieses Organisationsbezugs. Und wenn wegen dieser Zusammenhänge es außerdem noch Eheprobleme gibt, ist die Frage, ob Ehetherapie jetzt geeignet ist oder ob man in der Klärung der aktuellen Funktion in einer Organisation anfängt oder in der Klärung, ob jemand auf dem richtigen Berufsweg ist. Man kann das Pferd von allen möglichen Seiten her aufzäumen. Wir können nur durch diese Differenzierung eine gemeinsame Sprache entwickeln, zu sagen, lass uns mal gucken. Angenommen, es wäre ein Professionsproblem, wie würden wir es da beschreiben? Angenommen, es wäre. Und wie stellen wir uns die Zusammenhänge zwischen den Rollen, zwischen den Welten und zwischen den Wirkkräften vor? Und man kann aus diesem Persönlichkeitskonzept dann ein entsprechendes Kommunikationskonzept machen. Also der Vorgesetzte kommt und spricht dem Mitarbeiter. Das könnte man sicher auf diesen Fall hier sehr gut verwenden. Sind ja beide vom Fach, nehme ich mal an, in Altenpflege. Aber der Chef spricht die Mitarbeiterin in den Organisationsrollen an. Lass uns über die Verwendung von Stundenkontingente oder über den Sinn von Überstunden reden. Und zwar von Führungskraft zu Mitarbeiter. Wenn dann derjenige in Professionsrollen wechselt und nicht als Mitarbeiter seine Argumente nicht in die Rolle, als Argumente der Rolle eines Mitarbeiters in einer Führungsbeziehung konfigurieren kann, sondern stattdessen eine Ideologiediskussion unter Fachleuten anzettelt, dann ist es eigentlich eine Entgleisung der Kommunikation. Und dieses Schema kann uns sehr helfen. Das ist aus der Transaktionsanalyse entlehnt, wo wir auch gelernt haben zu merken, dass wir den anderen gar nicht in der richtigen Ecke seiner Person angesprochen haben oder er von wo ganz anders her antwortet
wo, egal wie die Antwort ist, wir von den Wirklichkeitsebenen her gar nicht komplementär sind. Und dann muss man erst dafür sorgen, dass wir eine Komplementarität der Wirklichkeitsebenen herstellen, bevor wir dann die weiteren Klärungen vornehmen können. Und anders als aus der Tradition der humanistischen Psychologie, wo wir die Idee hatten, es ist alles in uns, wir müssen es nur freisetzen, gehört selbstverständlich zu Rollen in Organisation und Profession auch der Kompetenzbegriff. Der fehlt mir sonst in den Persönlichkeitsbildungen. Das heißt, sehr oft gibt es schwierige Persönlichkeits- und Beziehungsdynamiken, weil jemand das, was er können muss, schlicht nicht kann. Und da hilft dann auch keine Psychotherapie. Das verwaltet nur die Vermeidung einer Kompetenzklärungsproblematik. Und das wird eine Endlosschleife. Das heißt, um Gesundheit und Wohlbefinden und Leistung diskutieren zu können, müssen wir immer auch die Frage stellen, wer braucht welche Kompetenzen, um das zu leisten, was wir uns vorgenommen haben zu leisten. Und es wird dadurch auch eine gewisse Norm eingeführt, dass wir nämlich bereit sind, das, was wir glauben zu sein, wie wir uns verhalten, wie wir empfinden, dass wir das rollengemäß konfigurieren können, sodass im Zusammenspiel dann ein Rollengefüge gelebt werden kann, das einerseits eine Stimmigkeit unterm Gesichtspunkt von Funktionszusammenspiel hat, aber andererseits auch eine Stimmigkeit, dass jeder Mensch sich darin hinreichend aufgehoben und zum Ausdruck gebracht fühlt. Und so kommt der humanistische Anspruch an Selbstaktualisierung, aber auch der Anspruch an geordnete Zusammenspiele in Organisationen zueinander. Alles Dinge, die man nicht vorab und für alle Kontexte definieren kann, aber man muss sie als Schemata, als Dialogschablonen einführen, dass man eine gemeinsame Sprache hat, worüber reden wir jetzt eigentlich, dass man sich nicht auf ganz falsche Ebenen verirrt. Das zeige ich nur ganz kurz, aber Kompetenz, da haben wir ja viele Attributionstraditionen, würde ich mal sagen. Jemand ist kompetent oder nicht kompetent, das sollte aber mindestens so aufdifferenziert werden, wie es in dieser Gleichung der Fall ist. Professionelle Kompetenz ist Rollenkompetenz, also kann ich die Rolle einer Führungskraft, zum Beispiel hier im Altenheim. Sehr oft werden ja Leute in Rollen befördert, die sie eigentlich nie gelernt haben. Der Pfarrer ist ein ganz typisches Opfer solcher Verhältnisse. Die haben ja Pfarrer gelernt und nicht Konzernleiter. Und oft müssen sie als solche agieren. Also Rollenkompetenz, kann ich im Prinzip diese Rollen überhaupt, sonst muss ich sie vielleicht noch lernen oder viele Kompetenzen, die es schon gibt, rekonfigurieren auf diese Rolle hin. Dann der Kontextkompetenz, es nützt nichts, wenn ich im Prinzip Führung kann. Also wenn ich einen alternativen landwirtschaftlichen Hof sehr gut geführt habe, kann ich noch lange keinen Friseursalon führen. Also ich muss wissen, wie das Spiel dort läuft. Und sehr oft glauben Menschen, sie haben einen Mangel an Rollenkompetenz, zum Beispiel Berater oder Führungskraft oder sonst was. Aber wenn man sich es näher anguckt, ist da vielleicht auch noch viel Entwicklung möglich. Aber was ihnen am meisten fehlt, ist eigentlich, dass sie das Spiel nicht verstehen, in dem sie spielen. Oder nicht anerkennen, welche Wirkkräfte und Gesetzmäßigkeiten dort eigentlich gelten. Und dann muss man ihnen helfen zu verstehen, dass sie den Kontext lernen müssen, kompetent zu bedienen. Und das gilt generell auch fürs Feld, das ist jetzt ein Sprung sehr ins Generelle, aber wir Systemiker haben am Anfang geglaubt, weil wir Muster erkennen können, wissen wir über alle Kontexte Bescheid, weil wir überall ein Muster beschreiben können. Aber im Laufe der Jahre ist sehr klar geworden, ohne eine Feldkompetenz, und das hat was mit Inhalt zu tun und ganz vielen Sachkenntnissen, haben wir keine Kontextkompetenz und eine Kompetenzvermutung aus einem Feld in ein anderes Feld automatisch zu übernehmen, Psychotherapie in Organisation oder umgekehrt, ist einfach fehl am Platz. Und dann kommt noch die Passung dazu. Passt das eigentlich zu mir? Passt der Kontext zu mir? Passt die Rolle zu mir? Also wir wissen jetzt,
Zum Beispiel in unserem Beratungsfall könnte ja sein, dass sich herausstellt, dass der Einrichtungsleiter, dass der Kontext ganz prima zu ihm passt, aber die Rolle im Sinne von Menschen wirklich beziehungsorientiert anleiten, nicht nur Verwalter von Ressourcen und Regelhaftigkeiten zu sein, dass diese Kompetenz gering ist. Dann kann man überlegen, kann er die erwerben, will er die überhaupt erwerben? Also da ging es dann darum, an Rollenkompetenz zu arbeiten. Aber es könnte auch sein, dass jemand anderer die Rolle ganz gut kann, aber zu ihm passt einfach der Kontext nicht. Also er wird zwar besser bezahlt als der bisherigen Arbeitsstellung, aber wenn ich es mir genau überlege, es ist eigentlich gar nicht meine Welt und meine Seele will es auch gar nicht. Und das ist multiplikativ verbunden. Also die Gesamtkompetenz ist Rollenkompetenz mal Kontextkompetenz mal Passung. Das heißt, wenn einer dieser Zutaten drastisch fehlt, dann können die anderen beiden maximiert sein. Das Ergebnis ist insgesamt nicht sehr hoch. Also ich habe es bei mir zum Beispiel festgestellt, dass ich manchmal, wenn ich meine Rolle am besten konnte und das Feld am besten konnte, trotzdem immer schlechter wurde, weil meine Seele sich nicht mehr dafür interessiert hat. Dann geht die Passung verloren. Und die kann aber auch in den anderen Bereichen verloren gehen. Das ist natürlich, das Mathematische ist nur metaphorisch zu verstehen, ist ja klar. Ich stelle mir jetzt nicht vor, dass man das mathematisieren kann. Aber es ist nicht additiv, sondern es ist jeweils ein Multiplikationsfaktor für die anderen Teile. Und das will ich jetzt nicht groß ausführen, aber weil Systemlernen so eine wichtige Weiterentwicklung ist, beschäftige ich mich zunehmend damit, wann ist ein System eigentlich kompetent? Und das ist dann jetzt auch ein Versuch, das zu konzipieren, wenn die Einzelkompetenzen da sind und koordiniert sind. Ja, manche Unternehmen haben einfach ihre Mitarbeiter in die ganz verschiedenen Schulen geschickt, gedacht, wenn die zurückkommen, sind die zusammen superkompetent. Stattdessen haben sie babylonische Verwirrung gestiftet. Also es muss koordinierte Einzelkompetenz sein. Und da muss sich ein Personalentwickler muss sich natürlich überlegen, welche Strategie haben wir eigentlich, um einerseits, was sind die Einzelkompetenzen, die wir von den Individuen erwarten, und wie sorgen wir dafür, dass sie koordiniert sind, dass die sich aneinander anschließen können und in einer Sprache miteinander sprechen können, wenn sie ihre Kompetenzen zurückbringen. Das ist das für das Zusammenbringen von Individualkompetenzen. Da hilft natürlich, wenn die alle in Wiesloch waren, machen zunehmend auch Unternehmen. Wir haben Unternehmen, die haben im Laufe der letzten 15 Jahre 200 Fachleute zu uns geschickt, die zu Hause dann gemeinsam die Wiesloch-Sprache sprechen können, was den Effekt erheblich verstärkt. Das andere ist aber auch, weil dieses Seminarlernen, selbst wenn es dann zurückgebracht wird und optimal koordiniert wird, nicht ersetzt, dass man eine ständige gemeinschaftliche Lernkultur hat. Deswegen geht es darum, kann man eine gemeinschaftliche Lernkultur aufbauen? Also alle kennen in der Regel, wie lernen wir hier, welche Haltungen haben wir, welche Settings kennen wir dafür, was sind die Organisationsabläufe, welche Rollen gibt es in diesen Lerndesigns. Und wenn alle diese Spiele kennen und zum Beispiel aus ihrer Weiterbildung zu beherrschen gelernt haben, dann können sie, wenn sie zusammenkommen, auch sich gleich der Sache widmen, für die sie lernen wollen, und ertrinken nicht in der Unkoordiniertheit der Vorgehensweisen beim gemeinsamen Lernen. Also ich halte das für ein ganz wichtiges Ziel. Und das Ganze muss passen. Also ich kann natürlich nicht eine koordinierte gemeinschaftliche Lernkultur des Urschreis entwickeln, wenn es um die Führungsmannschaft bei der McDonald's-Zentrale geht oder in einem Autohaus oder sonst wie. Also die Art dieser gemeinschaftlichen Lernkultur und das Ganze mit den koordinierten Einzelkompetenzen muss eine Passung zum Business haben, zu der Welt, in der sich diese Organisation und diese Menschen bewegen. Und da passt nicht alles zusammen. Und das muss geklärt werden, ob das, was wir als Dienstleister anbieten wollen, in diese Welt überhaupt passt. Nicht, dass wir die auf eine wunderschöne Insel führen, von der aus sie dann aber ihr ursprüngliches Festland nicht mehr erreichen können oder wenn sie es erreichen werden, dort nur ausgelacht werden. Also da sehe ich die Horizonte doch recht weit. Ja, von daher,
hat das alles viel mit Organisationskultur zu tun. Auch ein pragmatischer Begriff, den ich jetzt nicht weiter eingehe, aber ich gehe davon aus, dass Organisationskultur, da hat mir das sehr gefallen, mit dem Bestimmen. Es muss eine Idee geben, welche Kultur soll hier herrschen, und dann soll sie ganz systematisch eingeführt werden. Und wenn es geht, von Anfang an. Kultur später, wenn viele schlechte Kulturangewohnheiten Platz gegriffen haben, nachträglich einzuziehen, ist ein ausgesprochen schwieriges Verfahren. Und ich glaube, das sollte man manchen Laden lieber zumachen, als das versuchen. Ja, und damit bin ich nochmal stärker bei dem Thema Lernen, also Personen- und Systemqualifizierung. Wenn wir Personen qualifizieren, dann bitte systemintelligent, das heißt so qualifizieren, dass sie lernen, sich in Bezug zu bringen zu Systemen. Und dass sie nicht irgendwas lernen und hinterher wissen sie gar nicht, ja, wie bringen sie das eigentlich in ihre Führungsfunktion. Deswegen bin ich da mit vielen esoterischen Weiterbildungserfahrungen von Funktionskräften in Organisationen, die dann zurückkommen und jetzt mit einem anderen Bewusstsein rumlaufen, aber es nicht integrieren können. Sie wissen nicht, was soll das jetzt mit dem System, in dem ich arbeite, zu tun haben, halte ich für verfehlt, obwohl situativ durchaus befriedigend, sinnstiftend und sonst was. Aber da haben wir eine Ressourcenverantwortung. Wir haben auch eine Verantwortung für die Entsorgung der Kulturgüter, die wir in unsere Kunden einpflanzen. Auch da bitte, wir sollen nicht nur erwarten, dass die nachher wissen, wie man den Castor wieder entsorgt, sondern man sollte auch frühzeitig darüber nachdenken, wie man bestimmte Weltanschauungen auch wieder entsorgen kann, dass die nachher nicht eine Halbwertszeit haben, mit denen die viele, unter denen sehr viele zu leiden haben. Ja, und dann eine Systemqualifizierung. Das heißt, wir können uns überlegen, was können wir dazu tun, dass Systeme zusammen Formen des Lernens entwickeln oder des Arbeitens entwickeln, die sensibel ist für die Menschen, die es dort nun mal hat, dass man sich nicht irgendetwas überlegt. Also es ist etwas so, wie wenn man ein Theaterstück für ein bekanntes Ensemble schreibt oder ein Musikstück. Und wenn man weiß, da hat es nicht viel gute Sänger, dann muss man sich mit der Größe der Reichweite der Partitur vielleicht auch ein bisschen beschränken. Es muss ja nachher zusammenpassen. Deswegen muss es eine personensensible Systemqualifizierung sein. Also in einer Organisation, in der viele Menschen sich leidlich untereinander einigermaßen gut abstimmen können, jetzt zum Beispiel eine Aufstellungsmethodik einzuführen, ist sie von daher verfehlt, weil diese Menschen, das ist nicht personensensibel, denn die können mit dem Instrument selbst nicht weiterlernen. Und das wäre unser Anspruch, dass sie so bei uns lernen, dass sie selbst Multiplikatoren der gleichen Art des Lernens in ihrem Heimumfeld auch sein können, damit sie nicht ewig Fachleute zukaufen müssen, die diese Art von Lernkultur bedienen können. Ja, und das geht dann noch einen Schritt weiter in das Systemlernen und eine dafür geeignete systemische Didaktik. Und ich plädiere, wann immer es möglich wäre, dass eigentlich die Teams, die auch zusammenarbeiten, auch zusammen lernen. Ich sage gleich nochmal meine Definition von Team. Also im Team lernen, also die auch zusammen Verantwortung tragen und arbeiten, lernen zusammen und nicht jeder irgendwo anders. Und dann muss man es zusammenbringen, sodass man weniger Transferprobleme hat. In den Rollen lernen, die lernen nicht jetzt so von Mensch zu Mensch, gruppendynamische Dinge verstehen, sondern die lernen, wie sie ihre Rollen anders leben und anders an die Rollen anderer anschließen können. Also rollenspezifisches Lernen im Team. Der Vorgesetzte ist dort, wo es um Führungsfragen geht, selbstverständlich Vorgesetzter und nicht Mitmensch, allein. Dann Lernen und Arbeiten im Verbund, möglichst arbeitsplatznah. Dass man da nicht zu... Es ist schon gut, sich abzutrennen, um einen gewissen Kulturschutz zu haben, aber es muss im Zusammenhang bleiben. Und die Art und Weise, wie man eigentlich zu einem gemeinsamen Lernevent geht, muss nicht so fürchterlich viel anders sein als die Art und Weise, wie man zu einem Kooperationssession in einer Abteilung geht. Also möglichst nahe und verbunden, wenn gleich einmal Lernen im Vordergrund steht und beim anderen Arbeitsleistung erbringen im Vordergrund stehen. Vordergrund, Hintergrund können verschoben werden, aber die Grunddynamik darf durchaus die gleiche sein. Insofern plädiere ich immer auch
Wir arbeiten am Arbeitsbeispiel, weil das sehr gestaltungsnah ist nachher an den Aufgaben. Und lernen mit Multiplikationseffekt. So lernen, dass diejenigen mit den anderen, mit denen sie weiterlernen wollen und denen sie diese Art des Lernens vermitteln wollen, dass sie Regie darüber führen können, dass es nicht zu kompliziert ist, dass es möglich ist, dass sie diese Art des Lernens in der Organisation verbreiten können, sodass eine breit getragene gemeinsame Lernkultur entstehen kann. Dazu gehört sehr viel dialogische Arbeit, dazu gehört sehr viel kollegiale Supervision und all diese Dinge. Ja, und das Lernen möglichst nah am Alltag, also nicht einmal im Jahr, eine Woche irgendwo, sondern öfter im Zusammenhang, sodass das hin und her, dass es nahe beieinander ist und man nicht in völlig getrennte Erlebens- und Gestaltungswelten gerät, weil der Mensch neigt zur Weltenspaltung. Er ist dann ein anderer und agiert anders in der einen Welt als in der anderen Welt. Und dann ist das Problem ungelöst, wie man das wirklich zusammenbringt. Und wenn das Endziel mehr Leistung und mehr Menschsein in der Organisation ist, dann ist es wichtig, dass ich so nah an dem Menschen in der Organisation arbeite, dass derjenige das auch ganz leicht auch in sich rübernehmen kann, im Selbstverständnis und in allem. Ja, und insofern ist wichtig, dass die Organisation von Lernen, das habe ich gerade schon erwähnt, sowohl in eine Strategie der Personalentwicklung, welche Art von Weiterbildung macht man eigentlich, wer im Unternehmen muss eigentlich welche Sprachen können, dass wenn wir zusammenkommen, er nicht auch noch Sprachen erst lernen muss, dass man sich überhaupt verständigen kann, weil es genug gemeinsam zu verständigen gibt, wenn wir zusammen dann sprechen, auf der Inhaltsebene. Und wie können Lernphasen zum Beispiel in Organisationsentwicklungsprozesse eingebaut werden? Also wenn es klemmt in der Organisationsentwicklung, gibt es ein Konzept, wie man sich oder Teile der Menschen, die daran beteiligt sind, zeitweilig ausklinken und nachlernen, aber nicht irgendwas lernen, sondern bezogen auf den Organisationsentwicklungsprozess nachlernen, was an der Stelle gebraucht wird, damit sie einen wertvollen Beitraggeberin dieses Prozesses bleiben können. Also Beispiel jetzt an dem Fall, den wir hier haben. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Frau Pflug und der Herr Heimburg, ich hoffe, das wird nachher nicht so sein, weil ich sonst das, was ich will, nicht so arg demonstrieren kann, aber wenn die so verbiestert bleiben und immer wieder ganz viele Probleme mit ihrer Selbstorganisation haben, dann ist das etwas, was ich nicht unbedingt in einem gemeinsamen Klärungsprozess abarbeiten wollte, sondern da würde ich zwei Coaches aus meinem Feld bitten, dort das eventuelle Einzelcoaching zu übernehmen. Die haben keine Verantwortung für den Lernprozess, für den ich mich zuständig fühle, aber sie müssen wissen, woraufhin dieses Coaching fokussiert sein soll. Es soll dann nicht irgendein Coaching sein, sondern ein Coaching mit dem erklärten Ziel, dass derjenige mit sich klärt, alles, was er braucht, um ins Reine zu kommen, ob er an dem gemeinsamen Lernprozess angemessen teilnehmen kann und möchte. Aber das kann durchaus auf Seiten der Beraterorganisation in verteilten Rollen gespielt werden. Das ist natürlich in so einer relativ kleinen Organisation, mit der wir es hier zu tun haben, nicht sofort leicht einsichtig, aber in Großorganisationen ist es sehr wichtig. Das hat aber eine ganze Menge von Folgen auf eine Rollenverteilung und Spezifizierung seitens der Dienstleisterorganisation. Die muss sich nämlich auch auf höhere Organisationsniveaus bewegen. Und da kann nicht jeder Freiberufler spielen und irgendwas machen, anliegensorientiert. Sondern die müssen aushandeln, wofür sind sie eigentlich da. Also hat viele Kultureffekte auch auf die Beraterseite. Kann es auch als Werbeblock sehen. Ich will nur sagen, es gibt zu beiden Bereichen, gibt es ausführlich was zu lesen, wenn es gewünscht wird, weil ich viele, viele Dinge jetzt natürlich nicht machen kann, wie bei den anderen auch. Und geschrieben ist dazu einiges. Aber fast alles gibt es kostenlos auf der Webseite. Also es ist nicht wegen Geld. So, jetzt muss ich mal auf die Uhr gucken. Jetzt höre ich damit auf? Ich hätte Sie gerne noch durch eine ganze Reihe von Konzepten geführt, etwa Leadership, Umgang mit Macht in Organisationen, Umgang mit Verantwortung, alles Themen, die eine Rolle spielen in dieser Organisation. Das heißt, wir liefern
auch zu wesentlichen Themen Sprachelemente und Know-how-Elemente als Lerneinheiten für die Beteiligten, dass wir dort auch eine gemeinsame Sprache haben, wenn die Menschen zusammen was klären wollen. Das können wir jetzt nicht machen, sondern ich habe ja mitgekriegt, dass dieses Anfühlen, Miterleben der konkreten Interaktion so viel bedeutender ist. Deswegen will ich das jetzt aufsetzen, da einen Schritt hier zu machen. Also, ich bitte auf die Bühne den Herr Weimann. Ich werde es noch weiterreden, als wären Sie noch nicht da, aber dann können Sie sich schon mal organisieren. Und den Herrn Heimburg und die Frau Pflug. Und ich sage mal im Vorab, was ich versuche zu tun. Das mache ich auch übrigens in der Beratung, dass ich mit auf einer Augenhöhe dem Klienten erkläre, was ich versuche zu tun, dass selbst wenn das nicht gut gelingt, wenn die verstehen, was ich möchte, können die sehr viel besser mithelfen. Wir wollen eine Sitzordnung. Wir machen das so. So, und Sie beide setzen sich bitte hier. Ja. Und Sie hier. Würde ich sagen. Also das ist, tut mir leid, dass ich Sie jetzt, ich bin noch nicht im Rollenspiel, deswegen begrüße ich Sie noch nicht angemessen. Ich will sagen, wie ich die Situation verstehe und was ich versuchen werde zu tun. Also diese notwendigen Vorklärungen, die zum Beispiel Rudi Wimmer und seine Kollegin gemacht haben, das finde ich richtig. Ich finde auch, ganz klar, der Vorsitzende des Stiftungsratsvorstands spielt hier eine entscheidende Rolle. Und ich habe die Idee, bei dem, was ich bisher erlebt habe, dass ich als Dienstleister ihm anbieten werde, das erkläre ich aber gleich ihm nochmal persönlich, ein bestimmtes Experiment lernender Konversation für eine gewisse Zeit, um herauszufinden, ob man sie überhaupt zueinander finden kann und ob es eine Chance hat, miteinander zu arbeiten. Also ein sehr experimentelles Design. Und ich werde es von der Lern- und Bildungsseite her aufziehen, das ganze Thema. Also etwa im und ich werde es jetzt so machen, dass ich mit ihm spreche und ihm erkläre, bei dem, was ich verstanden habe, welche Art von Dienstleistung ich ihm anbiete und schaue, ob ich mit ihm einen Kontrakt kriege. Und ich habe die anderen beiden eingeladen, weil das schon ein Teil des Lernsettings ist, wie ich dann später arbeiten werde, dass sie noch da zunächst noch nicht beteiligt sind, aber zuhören und nachher gefragt werden, wie sie denn drauf sehen, sodass ich einerseits nicht einen überschaubaren Kontakt mit ihm habe, sodass ich die ganze Aufmerksamkeit auf unsere Kontraktbildung lenken kann, gleichzeitig wir nachher nicht alles nachkauen müssen, um die anderen ins Boot zu holen. Also das ist so eine Mixtur, dass auch später im Lernen wir immer wieder mit bestimmten Menschen arbeiten. Also Teams sind ja die gerade dran sind, gemäß des Fokuses. Die anderen können aber dabei sein, gemäß eines gemeinsamen Lerndesigns. Die haben aber noch innerhalb des Fokus vielleicht im Moment noch keine Rolle. Und diese Differenzierung nehmen wir immer wieder vor, um das Zusammenspiel von einerseits Klärung innerhalb von Organisationsrollen zu üben, andererseits Klärung innerhalb von der Rollen als Lerngemeinschaft. Und das sind zwei verschiedene Arten von Rollen mit verschiedenen Logiken der Funktionsweisen und Verantwortung. Mit der Idee, dass auf diese Weise die Organisation zu beidem nachher was lernen wird. Gut, das sind die Vorreden. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie lange habe ich denn dann jetzt Zeit? Oh, 8 Minuten, wenn ich es euch sehe, oder? Nee, du hast bis 4 Uhr Zeit. Wie viel? Bis 4. Und jetzt ist? Du hast gut Zeit. Ah, okay, bis 4, das ist gut. Ja.
Ja, Herr Weimann, ich hatte es, grüße Sie erst alle drei sehr herzlich. Schön, dass Sie da sind. Wir hatten ja schon mehrere Vorkontakte, bei denen in mir Bilder entstanden sind, wie man die Situation in Ihrer Organisation begreifen kann. Und ich verstehe mich als einen Berater, der sich überlegt, ich bin auch Unternehmer, bin auch Vorsitzender zum Beispiel eines Stiftungsvorstandes. Ich überlege immer auch, wie würde ich das angehen wollen und was würde ich brauchen. Und so spreche ich auch Sie an als Stiftungsvorstand und die anderen in ihren Rollen in der Organisation, um einen Vorschlag zu machen, aufgrund der Ideen, die ich bisher gesammelt habe, die vielleicht nicht vollständig sind, aber anhand dieses Vorschlags können wir überlegen, ob die Ideen, die dahinter stecken, stimmig sein können auch für Sie und ob Sie denen was abgewinnen können. Und weil Sie ja der Verantwortliche für zum Beispiel eine Vereinbarung mit mir sind, in diesem Zusammenhang sind Sie natürlich mein erster Ansprechpartner, ob ich Sie für so etwas überhaupt gewinnen kann. Und damit ich es nicht vielfältig erklären muss, habe ich Sie gebeten, dass Sie beide auch einfach mit dazukommen. Ich würde Sie bitten, zunächst einfach mal zuzuhören, was wir besprechen. Sie sind so, und ich werde nachher Sie sowohl fragen, was Sie vom Inhalt dessen, was wir besprochen haben, halten, als auch, wie es Ihnen damit ging, mit diesem Setting, wie wir das gemacht haben. Das, könnten Sie dem zustimmen? Ja, klar, wir wissen ja nicht genau, worauf Sie sich einlassen, aber... okay. Und Herr Weimann, wie ist es für Sie? Das Setting, ist das so okay für Sie? Ist für mich in Ordnung, ja. Okay. Und es klingt gut für mich, dass Sie auch in dem Stiftungsvorstand sind. Ja, so. Ja, ja. Da habe ich das Gefühl, Sie werden verstehen, wie es mir da geht. Ja? Ja. Ja. Ich würde gerne jetzt einfach nochmal beschreiben, wie ich die bisherige Geschichte verstanden habe und wie ich darüber nachdenke. Ich bin einerseits selbst Stiftungsvorstand, denke über solche Fragen nach. Auf der anderen Seite bin ich jemand, der für Klärung und Lernen in Organisationen einfach sehr viel Erfahrung entwickelt hat. Ideen, Konzepte, wie man was ausprobieren kann. Ich bin insgesamt so unterwegs, dass ich jetzt nicht ein fertiges Konzept habe, sondern dass ich Ihnen anbiete, wie man was ausprobieren kann, um festzustellen, ob es inhaltlich Sinn macht und ob es für diese Organisation und für die Menschen, die diese Organisation verantwortlich tragen, überhaupt was bringt. Ich habe gehört, dass es einen gewissen Zuspitzung ja im Hause gibt, dass da eine Entscheidung fällig ist, weil Sie von sich auf Position bezogen haben, wie Sie das haben wollen. Meine Idee, natürlich können wir bis Freitag, egal welches Programm, nicht durchziehen und abschließen, aber was wir machen können, ist zu einer Vereinbarung kommen, dass wir ein solches Programm machen, um zu prüfen, ob die bisherigen Positionen so gut sind, ob sie verändert werden müssen. Also auch da sozusagen eine Sicherung der eigenen Interessen, aber ausprobieren, was denn auch wirklich zusammengeht. Also es ist auch ein experimentelles Design. Also Sie glauben, es ist möglich, bis Freitag eine Lösung zu finden? Nicht eine Lösung zu finden, aber eine Vereinbarung zu lösen, dass jeder genügend Hoffnung hat, dass seine Interessen auf gute Weise bedient werden, dass er selbst gewürdigt wird, dass er angemessen zu einer weiteren Entwicklung beitragen kann und dass es zusammengeht. Aber das muss geprüft werden. Das also verstehe ich Sie richtig, Sie sagen, dass die Frau Pflug, die ja sagte, wenn bis Freitag nicht da was Entscheidendes geschieht, dass sie dann kündigt, dass das geklärt werden kann. Ja, wobei sie hat die Freiheit zu entscheiden, was sie mag. Aber ich hoffe, dass aus diesem Gespräch eine gemeinsame Vorstellung zumindest probeweise für eine Zeit kommt, wo sie sagt, okay, das warte ich ab, das probiere ich. Das ist es wert, dass wir das probieren. Und dann kann ich ja über meine Entscheidung am Ende nochmal nachdenken. Und das hoffe ich, dass wir das erreichen im Gespräch. Aber Sie sind alle selbstständige Menschen. Ich habe nicht in der Hand, was in Ihnen vorgeht. Ja, fangen Sie an. Ja, dann sage ich Ihnen mal, wie ich die Situation einschätze. Es scheint ja ein traditionelles Unternehmen hier zu sein. Es gibt schon viele Traditionen, die auf gute Weise entwickelt worden sind. Und da hat der Herr Heimburg eine ganz wesentliche Rolle über sehr viele Jahre gespielt. Und auch, ich weiß noch wenig über den Stiftungsvorstand und was da läuft, aber ich gehe mal davon aus, dass so wie das geschichtlich gewachsen ist, das bisher einfach die relativ beste Lösung war.
Und dann ist ja vor einiger Zeit die Stelle von der Frau Pflug neu zu besetzen gewesen. Und offen, bei dem, was ich gehört habe, ist dabei auch die Idee aufgekommen, Frau Pflug könnte für eine notwendige Entwicklung stehen. Ich weiß nicht, wie durchdacht das war und was der Auslöser dafür war. Das kann ich jetzt alles nicht beurteilen. Ja, wissen Sie, das war nicht jetzt so ein richtiger Plan. Aber wir hatten halt das Gefühl, es wäre ganz gut, mal frisches Blut zu haben, neue Ideen zu haben. Ja, das so. Auch. Es lief ja nicht schlecht, es lief ja ganz gut. Ja, das ist bestimmt. Aber irgendwie, man weiß ja nicht, was in der Zukunft kommt. Ja, und Sie sind ja, ich gehe davon aus, dass sowohl Sie als auch die anderen Mitglieder im Stiftungsvorstand ja keine Vollblutunternehmer sind. Das heißt, Sie sind ja auch angewiesen auf Ihre Intuition. Die anderen sind ja alle pensioniert. Ja. Klar. Also ich war ja derjenige, der Progressive, der sagte, wir müssen da was tun. Ich weiß, das ist ein Problem solcher Organisationen, dass man auf der einen Seite die Profis hat, die festangestellt sind und hierarchisch höher eigentlich Menschen, die für den Beruf weder ausgebildet sind, noch oft die angemessene Ausstattung haben. Umso wirklich würdigenswerter ist es, dass Sie da die Funktion übernommen haben, sogar der Vorreiter für eine möglicherweise notwendige Entwicklung. Ich habe gehört, dass der Herr Heimburg mit der Entscheidung, die da rausgekommen ist, also dass er eine andere bevorzugt hätte, kann das nicht beurteilen. Ich habe gehört, dass es zwischen beiden längere Zeit ganz gut gegangen ist, dass aber im Laufe der Zeit zunehmend was entgleist ist. Jetzt kann es sein, das passiert sehr oft in Organisationsentwicklungen, dass wenn man merkt, man muss in die Zukunft aufbrechen, dass man jemanden wählt, den man für zukunftsgeeignet hält, der aber so weit weg ist von den gegenwärtigen Traditionen dieser Organisation, dass dadurch auch eine Spannung in die Organisation reinkommt, mit der alle dann zu tun haben werden und die möglicherweise sogar zu groß ist. Da könnte Ihnen niemand einen Vorwurf machen, wenn es sich herausstellen würde, dass mit dem, was Frau Pflug an Ideen vertritt, dass das tatsächlich sehr weit vorausgegriffen wäre, sodass sowohl die Frau Pflug... Naja, wissen Sie, es war ja nicht so, dass die Frau Pflug da bei der Vorstellung sowas völlig Visionäres erzählt hat, sondern das war nur, sie hatte sich halt schon auseinandergesetzt, was in der Zukunft kommen wird, mit Szenarien und so. Im Verband ist sie ja drin. Und der Pflegeverband ist ja jetzt nicht so weit abgehoben. Also das Gefühl hatten wir jetzt nicht, dass sie da so abgehoben sei. Ja, das kann sein, dass Ihr Gefühl das ist. Aber es scheint so zu sein, dass die beiden zum Beispiel sowohl in ihren Vorstellungen, wie die Organisation zu führen ist, als auch im Stil, wie dabei miteinander umzugehen ist, die Ansätze für eine gemeinschaftliche Wirklichkeit eher im Laufe der Zeit verloren gegangen sind und sie sich zunehmend voneinander entfernt haben. Ja, da haben Sie recht. Das habe ich ja gehört. Ja. Ich habe ja mit Herrn Heimburg geredet, ich habe mit Frau Pflug geredet. Ja. Oder beide haben mit mir geredet. Und da wurde ja deutlich, gerade von der Frau Pflug, dass sie sagt, es fällt ihr sehr, sehr schwer, damit umzugehen, wie Herr Heimburg führt. Ja. Dass er eben mehr direktiv ist, sagt, wie es gemacht werden soll. Und von ihm habe ich das auch gehört, dass es ihm halt ziemlich gegen den Strich geht, dass die Frau Pflug da nicht alles macht, sondern widerspenstig ist und sich querstellt und so. Also da haben Sie recht, da geht was nicht zusammen zwischen den beiden. Und ich muss es jetzt leider kurz machen, weil wir nicht sehr viel Zeit haben, aber ich würde Ihnen sagen, wie ich versuchen würde, damit umzugehen und was ich Ihnen empfehlen würde. Ich würde mal davon ausgehen, dass nicht sicher ist, ob Sie drei in unterschiedlichen Rollen, unterschiedlicher Verantwortung wirklich an einem gemeinsamen Strang ziehen und zu einem gemeinsamen Verständnis kommen, was Tradition bleiben soll, was gut weitergeführt werden soll und wo die Innovationen sein müssen. Im Moment scheint es aber auch noch schlecht miteinander auf einer grundsätzlichen Ebene diskutierbar zu sein, weil es einfach dann immer sehr schnell hochhergeht. Nein, wir haben ja nie zusammen geredet. Genau. Ich sehe das ja schon, als ich die Gespräche hatte mit den beiden. Ja. Das ist schiefgelaufen. Ja. Ich glaube, was ich merkte, ist, ich hätte dem Herrn Heimburg mehr sagen müssen, was wir da wollen. Ja, das ist eine Ebene des Austausches. Ja. Und das ist gut, dass Sie das so bekennen. Aber wissen Sie, das Problem war, der Heimburg kam immer in den Vorstand und hat gesagt, ist alles in Ordnung, ist alles in Ordnung. Gut, also da war gar nicht ein Anlass da.
Ja, aber das kann man ja nachholen. Sie merken jetzt, da wäre was gewesen, was Sie gerne mehr bedient hätten. Und dazu habe ich einen Vorschlag, dass Sie sich als Organisation und gegenseitig für eine gewisse Zeit eine Chance geben, nachzuarbeiten und nachzuklären und miteinander das Zusammenspiel nachzulernen, zu gucken, ob das überhaupt geht. Denn wenn sich herausstellt, dass trotz hoher Verantwortung aller Beteiligten und trotz der Bemühungen, die ich von allen spüren kann, hier mit vernünftigem Aufwand kein Zusammenspiel möglich ist, dann hat es auch keinen Sinn, große andere Maßnahmen sich zu überlegen. Ja, aber schauen Sie, Herr Schmidt, wir haben Sie ja jetzt extra gefragt, ja, dass Sie helfen, dass die beiden wieder miteinander reden können. Ich kann nur helfen, dass Sie eine Chance haben, die beste Chance haben, das miteinander zu lernen, aber ich kann nicht sicherstellen, dass es geht. Das Risiko müssen Sie als Verantwortlicher mittragen. Ja, 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 schon, aber Sie sind doch der Fachmann für Kommunikation. Das stimmt, aber ich bin nicht der, der die Verantwortung in der Organisation haben kann. Die muss bei Ihnen bleiben. Nein, aber dass Sie helfen, dass die miteinander vernünftig reden. Das werde ich tun, indem ich die Lernsituation, die ich gleich vorschlagen werde, moderiere. Und versuche, das klingt gut. Ja, und sicherzustellen, dass Sie nicht in Ihre üblichen Entgleisungen kommen, sondern dass Sie eine Chance haben, miteinander die Fäden neu aufzunehmen. Ich hatte nämlich gerade die Befürchtung, dass Sie denken, ich sollte das machen. Sie sollen nicht die Regie führen darüber, weil Sie nicht der Fachmann dafür sind. Genau. Dafür bin ich da. Aber Sie haben die Verantwortung für die Organisation. Das heißt, ich kann Ihnen, wir nennen das Co-Dramaturgie, ich kann Ihnen helfen, solche Situationen auf gute Weise zu steuern. Aber die Verantwortung dafür, wohin das läuft, die wird bei Ihnen bleiben. Ja, das ist klar. Dafür haben wir Sie nicht eingekauft. Dann sind wir uns, das ist schon klar. Sind wir uns einig darüber? Nein, das, da sehe ich mich und der Vorstand schon in der Verantwortung. Ja. Aber auch den Herrn Heimburg und auch die Frau Pflug. Ja. Völlig klar. Ich merke, dass, es braucht jetzt sehr lang, weil das eine ungewöhnliche Vorgehensweise ist, das zu erklären. Herr Heimburg würde Sie bitten, ich merke, Sie sind etwas unruhig, verstehe ich, aber noch einen kleinen Moment, das ganz konkrete Vorgehen, das ich zu Ihnen vorzuschlagen haben, dann müsste geklärt werden, wollen Sie sowas überhaupt in Ihrer Einrichtung haben? Und ich werde nachher Sie beide fragen, einerseits, was halten Sie von der Idee, das zu machen? Und zum anderen, wie ging es Ihnen damit, wie wir hier darüber geredet haben? Weil so, wie wir darüber reden, ist ein Beispiel, wie ich auch nachher mit Ihnen Hilfestellung geben werde, in dem konkreten Lernen und Klären gemeinsam. Mein Vorschlag ist der, wir müssen runter von den Überschriften und von den Grundsatzdiskussion und ich würde vorschlagen, mit Ihnen drei zunächst und wenn nötig, werden wir noch andere Menschen dazu holen, gemeinsame Lernexperimente zu machen. Und zwar einmal ein ganz konkretes Anliegen aus der Arbeit, das die Frau Pflug einbringt, wo sie sagt, ja, da habe ich ein Steuerungsproblem, nicht nur eine Klage, sondern ja, da ist ein Problem und ich will mal mir klar machen und den anderen klar machen, was ich tue, um das zu steuern und wen ich in welcher Rolle dazu brauche, um das hinzukriegen. Und dass wir von Ihrem Anliegen ausgehend dann mal gucken, an diesem Beispiel, wie gut werden eigentlich die Interessen der Beteiligten dabei wirklich verwirklicht und wo sind da Entwicklungsmöglichkeiten. Und dass wir das Gleiche tun mit Situationen, die dem Herrn Heimburg auf der Seele bringen. Wir werden dann immer fragen, wie ist das, wo Sie oft mit einer Entscheidung eigentlich reagieren, ein Steuerungsproblem? Was für eine Fragestellung haben Sie eigentlich im Kopf? Was glauben Sie, was Sie da selbst zur Beantwortung tun können? Was glauben Sie, was andere zur Beantwortung beitragen sollen? Haben Sie das Gefühl, dass die anderen diese Idee teilen und so weiter? Das heißt, dass wir von einem Anliegen und dem Steuerungsbedarf eines Menschen ausgehend, der seine Rolle auszufüllen versucht, aufdröseln, wie die anderen davon betroffen sein könnten, dass sie auch verstehen, was dessen Problem in der Steuerung ist und dass man gucken kann, ob das Zusammenspiel so ist, wie alle Beteiligten in den unterschiedlichen Verantwortungen sich das vorstellen oder ob das nicht so ist und was man tun kann, das gemeinsam zu entwickeln. Das hat zwei Vorteile. Ich will mal was fragen. Ja. Ich verstehe es nicht so ganz, was Sie sagen. Ich weiß auch nicht, warum, was Experiment bedeutet. Ich denke, wir brauchen ja jetzt nicht Experimente, sondern Hilfen, dass die beiden wieder miteinander reden. Sagen wir mal, ein Experiment, ich weiß, das ist ein komisches Wort, klingt wie Ratte und so. Ja, ja. Nein, also, ich habe nicht so... Wissen Sie, experimentieren...
Nein, am Beispiel. Dieser Experimentierbaukasten oder so. Nein, nein, ja, das stimmt. Da habe ich falsche Assoziationen geweckt. Nein, an Beispielen ganz konkret miteinander sprechen. Wie stellt sich jeder vor, die eigene Rolle, die eigene Tätigkeit? Wen braucht er dazu? Wie sieht er die Verantwortung und die Mitwirkung der anderen, um dann zu hören, ob die das eigentlich gemeinsam sehen, ob man eigentlich eine zueinander passende Vorstellung davon hat, wie an einem Arbeitsbeispiel eine Sache auf gute Weise zu bewältigen ist. Und dass man das nicht sagt, das müssen wir jetzt gleich lösen, sondern das probieren wir jetzt mal zusammen aus und reden bei der Gelegenheit darüber, ach so, so verstehst du deine Rolle. Oder ja, ich habe da ganz andere Ansichten, das ist das Experimentelle also daran. Dass die einfach drüber reden, wie sie in der Arbeit besser vorgehen könnten? Nicht nur drüber reden, sondern auch Gemeinsamkeiten dadurch entwickeln. Okay. Und dass ich werde das zunächst anleiten, dass ich auch viele Fragen stellen werde, die notwendige Weiterentwicklung auslösen und jeden für sich und mit ihnen zusammen und mit anderen, die wir vielleicht noch dazu brauchen, gemeinsam Vorstellungen entwickeln, was muss alles an diesem Beispiel neu zusammenspielen, dass es etwas ist, was für alle dann eigentlich eine befriedigende Lösung ist. Und wenn das gelingen sollte, das ist das Experimentelle daran, dann hat man ein Beispiel dafür, wie man zusammen lernen kann, Fragen zu lösen. Und dann kann man die Kreise erweitern. Aber fangen Sie an. Machen Sie mal. Das machen wir jetzt nicht gleich. Ach, das machen wir nicht nein, gleich. Das machen wir nicht hier. Ich dachte, Sie machen das jetzt gleich. Nein, wir machen jetzt nur die Verabredung. Ja. Das würde in den nächsten 4 Wochen etwa einen Aufwand, würde ich mal sagen, von 4x1/2 Tag bedeuten. Oder für die nächsten 8 Wochen. Es muss nicht so oft sein. Aber Anfang, Sie wissen, der Freitag. Der Freitag? Also das haben wir gerade. Freitag muss haben wir gerade etwas besprochen. Passieren. Bis ich möchte. Ich möchte die Frau Pflug halten und ich möchte, dass ich die verstanden. Frau Pflug bleibt und dass Herr Heimburg, dass die beiden gut zusammenarbeiten. Habe ich verstanden. Also wir sind beide wichtig, möchte ich Ihnen nochmal sagen, Sie sind mir beide wichtig. Ja. Ja. Ich sehe, ja. Sie gucken sehr, sehr... Herr Weimann, so. Ja, das haben Sie zum Ausdruck gebracht, das ist angekommen. Ja, ja weil Sie 4 Wochen sagten. Ja, indem wir zusammen wir nennen das Learning Conversation. Ja, aber schauen Sie, heute ist Donnerstag, morgen ist Freitag. Nein. Wir brauchen ja nicht das Ergebnis bis Freitag. Deswegen sagte ich, fangen Sie gleich an. Nein, was wir jetzt brauchen, ist, dass Sie sagen, Sie haben das Konzept leuchtet Ihnen ein. Sie würden für einen Zeitraum, sagen wir mal, von 2 Monaten diesen Versuch machen, um zu gucken, ob wir auf diese Weise das Notwendige im Zusammenspiel dazulernen können, dass Sie das Gefühl haben, dass Ihr Wunsch in Erfüllung gehen kann, dass Sie wirklich miteinander können. Also ich verstehe, Sie wollen, dass die miteinander reden und da sich... Stehen lernen? So könnte man es nennen. Also das, ich sehe, dass Sie es dann einfach mal miterleben müssen. Ja. Dass ich Ihnen das nicht anders erklären kann. Ja. Aber haben Sie das Gefühl, wenn Sie, ich muss die anderen beiden jetzt auch mal ansprechen, haben Sie denn das Gefühl, das wäre ein Ansatz, von dem Sie sagen würden, den würden Sie auf Ihre Kappe nehmen, das zu probieren? Ja, ich vertraue Ihnen da, Herr Schmidt. Nein, das Vertrauen hilft ja nicht. Ich habe Ihnen gesagt, was ich vorhabe. Nein, ich vertraue Ihnen, ich verstehe das so. Ich weiß nicht so ganz genau, wie das sein wird, weil die beiden reden ja nicht mehr miteinander. Also ich weiß ja nicht, ob die miteinander reden, wenn sie mit ihnen reden. Ich werde auch da es so machen, dass ich mit Einzelnen spreche, Sie die anderen erstmal zuhöre und dann die anderen frage, sodass sie zunächst auch gar nicht miteinander reden müssen, sondern da helfe ich durch meine Art der Gesprächsführung, dass sie nach und nach in anderes Fahrwasser des möglichen Verstehens kommen. Ja, ich vertraue Ihnen der jetzt mal. Gut, nehme ich das mal so. Ja, also. So, ja. So? Tut mir jetzt leid, Sie haben jetzt sehr lange warten müssen, aber. Ja, das, absolut. Absolut. Kann sein, dass da sich auch Emotionen melden. Ich möchte Sie allerdings jetzt bitten, weil wir nur noch wenig Zeit haben, dass Sie vielleicht ein bisschen Abstand von Emotionen nehmen. Ich weiß, Sie haben beide viel Dinge in Reserve, mit denen Sie gerne was machen wollen. Ich würde Sie gerne jetzt einfach Sie mal zuerst fragen, ist es verständlich, was ich anbiete an gemeinsamen Vorgehen für die nächsten Wochen? Ist das deutlich geworden in unserem Gespräch? Zunächst mal will ich nur klarstellen, dass ich nicht emotional bin jetzt oder sowas. Umso besser. Habe, ne? Umso besser. Das ist jetzt nicht, aber ich habe nicht, ich habe das teilweise nicht verstanden. Mhm. Ja? Also, ich kann ja mit mir reden. Okay, haben Sie dann, das, ich werde es jetzt nicht weiter erklären können, wir werden da auch nicht direkt einsteigen können.
fraglich wäre für Sie, aus Ihrer Sicht, haben Sie genügend verstanden oder finden Sie genügend Zustimmung oder Duldung in sich, zu sagen, ja, das würde ich mal probieren, auf Abruf? Ja, ich habe grundsätzlich zugestimmt, dass wir uns da auf einen Prozess einlassen. Ich hoffe natürlich, dass die Gespräche fokussierter noch werden. Ne? Also das ist ja, wissen wir, Zeit ist ja auch Geld und das war jetzt sehr für mich irgendwie, ich komme ja da irgendwie nicht aus diesem Psycho-Dings da, also da weiß ich jetzt halt nicht, wie es konkret laufen soll. Ja. Ja? Okay. Ich bin einfach gerne jemand, der so sich die Fakten anschaut. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Teil der Steuerung. Ich würde, wenn wir dann eine solche Session haben, einfach mit Ihnen zum Beispiel darüber sprechen, wie Sie Ihre Steuerung machen, was Ihnen wichtig ist. Und damit wir mehr darüber erfahren, wie das für Sie ist. Und wir würden dann in einem solchen Gespräch die anderen fragen, und es sollen jetzt alle drei da sein, ob wir, bei dem, was Sie verstehen, wie Sie sich organisieren, ob das so ist, wie Sie sich das auch vorstellen. Oder ob Sie dazu andere Ideen haben und wie das eventuell, was man tun könnte, dass das erweitert ist, flexibel ist, zueinander passt, man mal was probieren könnte. Also darf ich kurz fragen? Also, ja. Das heißt, Sie würden die Frau Pflug auch fragen, ob sie sich genauso organisieren würde, wie ich das tue? Oder nicht, ob sie sich so, ob sie versteht, was bei Ihnen dahinter steckt, dass sie sich so organisieren, wie sie sich organisieren. Ach so, ja, ja. Wie sie das im Zusammenhang zu dem sieht, wie sie sich organisiert. Ja, okay. Ja. Und ob sie da Unverträglichkeit oder Gemeinsamkeiten oder wie man das neu konfigurieren kann, damit das zueinander passen könnte. Ob sie das versteht. Ja. Ob sie es versteht. Da bin ich auch gespannt. Und ja. Ja, das wäre die Frage an Sie. Können Sie sich vorstellen, dass wir uns in einen solchen gemeinsamen Lernprozess begeben, um zu sehen, kann man überhaupt zusammenkommen? Ja, legen wir los. Ja. Nein, machen wir nicht jetzt. Es geht darum, das zu verabreden. Wir machen dafür einen extra Termin. Sie merken, wir sind wirklich willig und bereit anzufangen. Ja, aber wir brauchen erst eine feste Vereinbarung. Ja, ja. Okay. Und wir haben noch gar nicht Frau Pflug gehört. Frau Pflug, bei dem, was wir bisher gesprochen haben, was ich Ihnen vorschlage, wie wir da dran gehen können, was löst das in Ihnen aus? Können Sie sich das vorstellen? Also vorher habe ich gedacht, wunderbar, jetzt gerade bei dieser Aussage eben, das muss für mich klar sein, dass sowas nicht möglich ist, wie diese spitze Bemerkung gerade eben. Ja, Sie haben ganz viele Gewohnheiten miteinander entwickeln, sich ganz schnell ineinander zu verhaken. Genau. Sie werden Verständnis haben, dass ich diese Haken nicht alle aufnehme. Aber mein Ansatz würde keinen Sinn machen, wenn er jeweils darin enden würde, dass jeder wieder sich auf seine Burg zurückzieht. Mhm. Aber das kann ich jetzt nicht demonstrieren, wie wir das machen. Also ich möchte mich gerne darauf einlassen, unbedingt. Und ich merke, ich werde ungeduldig, weil ich möchte eigentlich schon längst anfangen. Ja, das verstehe ich. Aber da brauchen wir jetzt etwas Geduld. Und in diesem Rahmen hier können wir sowas nicht gleich machen. Aber Sie können sich das als Lernexperiment vorstellen. Klar. Gut. Es hätte den großen Vorteil, angenommen, Sie finden auf diese Weise immer an Beispielen immer mehr Möglichkeiten, wie Dinge so entwickelt werden können, dass sie doch verträglicher werden, weil das eine ganz einfache Form des gemeinsamen Lernens ist, dann können Sie immer mehr Beispiele selbst aufbringen und miteinander auf diese Weise weiterentwickeln und brauchen immer weniger Beratung von außen, weil das ja auch Ressourcen kostet, es kostet auch Zeit. Also das Anliegen dabei wäre, falls Sie miteinander da auf einen gemeinsamen Lernweg gehen können, der befriedigend ist, dass Sie das Gefühl haben, so können wir auch in die Zukunft, können wir den Weg in die Zukunft auch gemeinsam finden, dann hätte das den Vorteil, dass Sie den Weg dann selbst allein gehen können und nur, wenn mal irgendwo wieder klemmt, mich brauchen. Sie sind ganz schön optimistisch. Bin ich, ja. Im Moment habe ich das Gefühl, der Karren steckt im Dreck. Ja, aber wissen Sie, mein Freund Gunther Weber hat gesagt, es ist viel wichtiger, dass wir uns Wege ersinnen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen, als zu überlegen, wie er denn da drin hängt. Ja. Völlig, da hat er völlig recht, Ihr Freund. Ja. Aber
Ja, ich habe ihn noch nicht, wir haben jetzt noch keine Inhalte, noch keine Beispiele. Aber ich habe ihn nur das Setting, ja, den Rahmen, wie wir das machen könnten, was Ihre Rollen dabei sind, was Ihr Einsatz ist und was meine Rolle dabei sein wird und warum ich das mache, erläutert. Und wenn wir uns darauf einbauen können, da mal eine Probesitzung zusammen zu machen, können wir die gerne morgen zum Beispiel machen oder wann es bei Ihnen in Ihrer Zeitpläne ist. Also von mir aus können wir auch direkt anfangen, aber Herr Weimann. Aber Sie wissen, morgen ist Freitag. Ja, gut, dass Sie den Freitag noch mal erwähnen. Ja, das möchte ich wirklich. Lassen Sie ihn doch mal machen, Herr Weimann. Vielleicht fragen Sie mal einfach kurz nach, weil das eine Sache zwischen Ihnen und der Frau Pflug ist. Ja, Frau Pflug. Moment. Fragen Sie nach, ob Sie Ihre Entscheidung, dass Sie das Gefühl hat, das kann zusammenkommen oder nicht, ob Sie die auf zumindest mal für 4 Wochen oder sowas verschieben kann, damit wir überhaupt eine Chance haben, das auszuprobieren. Hauptflug, Sie haben es gehört, was Herr Schmidt sagt. Können Sie warten? Ich überlege es mir. Ich kann Ihnen jetzt nicht antworten. Ja. Ich brauche mindestens 1 Stunde Bedenkzeit. Gut. So, Sie sind verabredet, dass Sie in 1 Stunde Bescheid kriegen? Ja. Und dann telefonieren wir nochmal. Okay. Und wenn Sie sich bereit erklären könnten und damit die Chance eröffnen würden, für dieses gemeinsame Lernexperiment, dann würden wir uns dann verabreden auf... Aber ich möchte noch mal sagen, es geht mir nicht um Experimente, es geht mir um Lösungen zu finden. Sie haben völlig recht. Ich muss noch dringend nach einem anderen Begriff suchen. Ich weiß. Ja, suchen Sie mal. Ja, ich glaube, wir sind am Ende der Zeit, wenn ich es recht mitkriege. Nein, du hast noch 10 Minuten. Noch 10 Minuten. Da habe ich mich mehr gehetzt, als ich gedacht hätte. Trotzdem würde ich jetzt nicht versuchen, in so ein Design reinzuspringen. Ne? Sondern dann bedanke ich mich jetzt. Nee, Fang an, die 10 Minuten. Es ist, glaube ich... Das kriegt. Das kriege ich in 10 Minuten nicht gebacken, weil das weiß ich doch nicht vorher. Aber ich kann nur deswegen, wir müssen wirklich die Situation jetzt beenden und ich sage, was ich machen würde. Aber jetzt möchte ich mich erstmal sehr bedanken, also in den Rollen noch sehr bedanken, so dass Sie uns allen durch Ihre Zustimmung die Chance gegeben haben, dass es eine Möglichkeit gibt. Wir haben eine Chance, ob wir sie nutzen werden, müssen wir zusammen sehen. Ich werde mein Bestes dafür geben. Ich verstehe, es ist ein Experiment. Ja. Okay, vielen Dank. Ja, gut. Dann seid ihr entlassen. Also an der Sprache mit dem Experiment muss man wirklich noch arbeiten, ist nicht kundentauglich. Die Idee bei der Sache ist, es hat keinen Wert, je generalisierter jetzt Dinge besprochen werden, desto schwieriger ist es und man kann sie gar nicht genügend konkretisieren. Und wir würden dann einfach, so wie Sie es aus der supervisionsorientierten Arbeit kennen, würde ich jetzt, angenommen, ich würde jetzt die Frau Pflug bitten, dass sie ein Thema aus ihrer Praxisarbeit, wo sie Verantwortung spürt und wo sie das Gefühl hat, das müsste sich irgendwie weiterentwickeln, würde ich sie interviewen und würde die anderen beiden bitten, nur zuzuhören. Also das hat den Vorteil, dass ich die Kommunikationskanäle besser steuern kann. Und dann würde ich nur mit ihr darüber arbeiten, wie ihr Thema ein Steuerungsproblem für sie ist. Also nicht, es ist nicht genug Geld da, würde ich sagen. Und wie ist das ein Steuerungsproblem für Sie? Wie versuchen Sie sich zu steuern? Können Sie das allein steuern? Ist das ein Thema, das Sie mit sich ausmachen müssen? Brauchen Sie da andere dazu, um das besser hinzukriegen? Wen brauchen Sie dazu? In welcher Rolle? Was haben Sie bisher getan, die dafür schon zu gewinnen? Und dort, wo dann der Herr Heimburg gebraucht wird, erfahre ich dann, das ist das Verantwortungskonzept.
bei uns. Welche Frage stellt sich der Frau Pflug und was hat sie für Vorstellungen davon? Welchen Beitrag zu den Antworten der Herr Heimburg und andere geben müssen? Und wenn der Herr Heimburg dazu keine Lust hat, welche Idee sie hat, wie und wer mit dem Herrn Heimburg das klären müsste. Also ob dann der Herr Weimann vielleicht eine Rolle spielen sollte. Und dann kann ich den Herrn Heimburg später fragen, wie er dieselbe Situation konzipiert. Also was ist sein Verständnis vom Rollengefüge, vom Funktionsgefüge und vom Verantwortungssystem. Und das kann dann ganz verschieden sein. Und dann haben wir ganz verschiedene Kommunikationsmodelle, die helfen, dass wenn zwei in ganz verschiedenen Welten leben, wie man das Schritt für Schritt aneinander ankoppeln kann. Also beziehen wir uns auf die gleichen Fakten, beziehen wir uns auf die komplementäre Bedeutungen, sehen wir die gleichen Zusammenhänge und dann erst die Frage, und was muss dann jeder tun? Also dieses Modell, das ich Ihnen vorher nicht mehr zeigen konnte, Ebene der Kommunikationsbegegnung. Also an Beispielen kann man dann wirklich im Einzelnen üben, dass die überhaupt so viel Gemeinschaftswirklichkeit herstellen, dass sie sich über unterschiedlichen Ansichten funktional unterhalten können. Und das kann viel Kleinarbeit sein. Und dann gibt es zum Beispiel zwischen den beiden verschiedene Vorstellungen, wie was zu regeln ist und wer welche Rolle dabei spielt und wer da zum Beispiel welche Macht hat. Eines unserer Schemata ist auch Macht. Also das Thema Macht muss man sehr dringend ansprechen bei denen, weil es gibt eine Hoheitsmachtsbeziehung. Es gibt aber auch eine Schöpfermachtbeziehung. Also wer in der Hierarchie oben sitzt, hat eine bestimmte Art der Autorisierung, nämlich der Rolle, und kann bestimmte Arten von Macht ausüben, aber kann nicht ausüben, dass zum Beispiel andere Leute gern kooperieren oder Ideen haben. Das nennen wir Schöpfermacht. Das ist eine andere Macht und die kann auch die Frau Pflug haben. Und jetzt müsste man feststellen, ob der Herr Weimann gewonnen werden kann, die Schöpfermacht von der Frau Pflug zu verstehen und gut zu heißen, wenn er versteht, dass die Hoheitsmacht nicht berührt, dass es eine andere Art von Macht ist. Und dass das ganze System lernen muss, verschiedene Logiken von Machtbeziehungen zueinander in Komplementarität zu bringen, die sie im Moment als völlig gegensätzlich empfinden. Das heißt, ich verwende für wesentliche Dimensionen des Zusammenspiels in Organisationen dann auch pädagogische Elemente, mit denen die überhaupt mal Modelle kriegen, wie man sich miteinander ins Benehmen setzen kann, die dann auch eine haltungsfördernde Wirkung haben. Und da, wenn der Heimburg plötzlich anders denken kann, dass Anerkennen von einer schöpferischen Kraft, die andere auch einbringen, wo er dann der Geführte mal sein könnte, dass es nicht daran kratzt, dass er die Hierarchiefunktion besetzt. Und dass der Herr Weimann auch als unterschiedliche Kräfte sieht, die man beide braucht. Und dass er seine hoheitliche Machtposition auch benutzt, vom Herrn Heimburg zu erwarten, dass er einen Weg findet, mit dieser anderen Art von Machtausübung in der Organisation sich auf positive Weise zu stellen. Und dann müsste man mit dem Herrn Heimburg zum Beispiel gucken, gibt es irgendwo einen Bereich, wo Sie eigentlich anerkennen, dass da was Gutes dazugekommen ist. Und dann kann man an diesen positiven Beispielen fragen, und welche Rolle spielen da andere noch mit dabei? Also die Theatermetapher, mit der arbeiten wir sehr viel. Wie muss das inszeniert werden, dass das funktioniert? Auf welchen Bühnen findet das statt? Wer spielt da eigentlich mit? Wer schreibt das Skript für diese Story und so weiter? Und dann kann man an ganz vielen Beispielen gemeinsam üben zu lernen, Gemeinschaftswirklichkeit und komplementäres Funktionieren und dazu positive Haltung und auch eine Lernerfahrung damit zu verbinden, die man gut findet, weil sie auch nicht bedrohlich ist. Und die Idee ist, wenn es gelingt, damit anzufangen, dann greift es langsam um sich und verdrängt nach und nach die polarisierenden Stellungen. Also ich versuche eigentlich nicht, als ersten Präferenz nicht die Verkrampfungen aufzulösen und dann was zu machen, sondern Inseln zu finden, die für alle plausibel sind, in denen zusammen ein Stück neue Kultur entsteht und dass das langsam Kreise zieht und wir dann je nach Fokus,
Also Team ist bei uns Verantwortungsgemeinschaft, braucht man manchmal noch andere, die damit reingenommen werden. Die kommen dann rein, sind erstaunt, dass der Herr Heimburg für seine Verhältnisse doch zum Teil ein anderes Verhalten zeigt. Die spiegeln das dann auch wieder. Und dann entstehen andere Kreisläufe des sich gegenseitig Spiegelns. Und auf diese Weise kann dann an ganz konkreten Beispielen, die jeder sofort nachvollziehen kann, wo nicht so viel Ideologien verbraten werden, kann dann möglicherweise mehr Gemeinsamkeit und mehr gemeinsames Lernen entsteht. Und beides ist Ziel der Aktion, dass nämlich Gemeinschaftswirklichkeit positiv entwickelt wird im Konkreten, die dann Konflikt entkräftet, also nicht den Konflikt in erster Linie bearbeitet, und dass außerdem eine gemeinschaftliche Lernkultur beginnt, die die Leute auch selbst weiterführen können, die immer wieder neue Gemeinschaftswirklichkeiten, wenn das notwendig ist, herzustellen erlaubt. Und das ist, gelingt natürlich mal besser und mal schlechter, aber das ist das Konzept. Hat den großen Vorteil, dass es auch sehr viel überschaubarer ist und dass es relativ kleine Portionen und Maßnahmen sind und dass es, wenn es gelingt, dann auch in die Eigenregie der Organisation als Kulturbestandteil übernommen werden kann. So, das wäre die Lernkulturseite, die ich Ihnen aus Wiesloch zeigen wollte. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Bernd. Ich denke, die Diskussion passt gut heute Abend in den gesamten Rahmen rein. Gehen wir jetzt in die Pause, halbe Stunde bis um 16:30 und dann ist Gunter Schmidt dran.